Ich bin als älterer Mitglieder jedem jungen oder anderen hier reinkommenden Person oder Mensch. Unbewusst wird er mich, weil ich ja nur schon da bin, als seine Richtschnur ein bisschen betrachten müssen. Und ich muss auch sehen, dass ich das ihm dann nicht gleich verletze. Ich darf ihn also nicht zu früh vom Kopf hauen und ich kann ihn auch nicht wie eine Tüte das Verhalten aufstülpen. Es ist ein Erfahrungsbereich, der einen großen Lernprozess erfordert. Der Zugekommene ist ja neugierig, kennt überhaupt nichts. Er hat nur den Mitgliedsbeitrag bezahlt und er will einen Verein und wir wollen nicht haben. So hat er noch keinerlei Vereinserfahrung Richtung Segeln. Denn es ist besonders notwendig, ihn unbewusst diese Wärme zu geben, soweit man es kann. Indem man überhaupt sich mal mit einem privaten Gespräch mit ihm einlässt, überhaupt was erfährt. Wir kennen von uns, gehen uns gar nichts. Wir wissen gar nicht, was der andere macht, wie viel, nicht mal wie seine Familie aussieht. Wir wissen eigentlich vom anderen gar nicht. Es ist auch nicht nötig, wenn ich da ihn ausfragen würde, würde er sich ausgefragt vorkommen. Also er muss mehr oder weniger selber sich offenbaren, wenn er Kontakt mit mir will. Es ist also gar nicht so ganz leicht für einen Menschen, der schon im Leben steht, hier reinzufinden. Kommt er als Jugendlicher rein, merkt das nicht. Die Menschen in einem neuen Lebenskreis reinkommen, hat ja jeder eine unbewusste Angst. Wie komme ich selber zurecht? Wie erfahren mich andere? Wie weit muss ich mich anpassen? Wie weit muss ich mich in keinem Fall anpassen? Wie weit bin ich selber da? Also ich kann nicht als Unterwürfer mich da zeigen, das ist ganz verkehrt. Ich muss mich so zeigen, wie ich bin, sonst kann der andere mich gar nicht erfahren und auch nicht einschätzen und richtig einschätzen. Und wenn man, deswegen ist dieser Arbeitsdienst, wo man mal gemeinsam was macht, ist sehr, sehr gut für diesen Vorgang. Es ist ein toller Lernprozess, den da gar keiner so als solcher empfindet. Als sie den Schlängel gebaut haben, das war toll, war das. Jeder hat was gemacht, das war nicht immer zielgerecht, das war nicht immer richtig, das spielte keine Rolle. Aber man lernte den anderen mal kennen, in seiner ganzen Art. Und dann kommt eine unbewusste Wärme auf und diese ist notwendig, um dem Verein das Rückgrat zu geben. Und das geht nicht mit Schimpfen und mit Schreien nicht, auch nicht mit Befehlston und nichts. Es muss einfach da sein. Wenn ich immer einen Befehl brauche, um was zu machen, ist das schon schlecht. Nicht? Es ist viel, viel besser, man kann mich ohne weiteres einteilen und ich akzeptiere die Einteilung, weil ich ja dazu hergekommen bin, das zu machen. Und da ist mir natürlich das, was er mir sagt, vielleicht ganz unbequem, möchte das gar nicht. Aber dann mache ich das mal mit und komme mit anderen Menschen zusammen, die das vielleicht auch nicht mögen. Und das ist ja das, was die Menschen bindet. Wenn wir alle nur in unserem schönen Sonntagsgesicht hier als Segler erscheinen im Verein, dann ist das schrecklich langweilig. Wir sind zwar alle sehr, sehr vornehm, aber es taucht nichts. Es ist ja, es geht mit Herr und so weiter. Und ich fühle mich in meinem Verein ja viel mehr beengt. Und das soll mein Freizeitbereich sein. Wenn ich im Yachthafen, da habe ich auch so eine lange Verordnung. Und da gibt es Verordnung, Vereinsordnung, natürlich. Für viele Menschen bedarf es gar keiner Ordnungsliste. Es braucht gar keine Vereinssatzung. Die ist doch nur im äußersten Fälle mal anzuziehen. Ich bedarf doch der Sachen gar nicht. Und für den Durchschnittsmitglied hier war es, hat nie einer gefragt, haben wir eine Satzung, wo ist die eigentlich, kann ich ja mal reingucken. Ich genauso wie ich, also ja, nicht, wenn ich verheiratet bin, in meinen Ehevertrag jeden Tag reingucke, was darf ich nicht, nicht? So ist doch das. Es gibt viele Leute, die bedürfen ja für jeder noch so kleine Geschichte einen Vertrag. Wenn man ein Auto verkauft, muss ja einen Vertrag unterschreiben. Wieso gibt mir das Geld und das Auto? Jetzt dreht. Das reicht eigentlich doch aus. Nein, da muss ein richtiger Kaufvertrag, also möglichst mit Notar und so weiter. Und so, dieses darf im Verein nicht sein. Gut, das Entstehen als Mitglieder hier reinkommen, gut, das muss bestimmten Regeln erfolgen. Und dann wird ja allmählich das Verhalten alleine erlernen. Wie verhält man sich hier? Was darf man erwarten, was nicht?
Und es ist doch nur ganz wenigen Menschen gibt, die dieses Grundprinzip ja auch im Betrieb längst erlernen mussten. Es ist ja nicht viel anders. Ich kann ja da auch nicht wie so ein Elefant im Porzellanladen da im Betrieb rumwirken. Ich muss auch Rücksicht nehmen. Rücksichten und muss auch Achtung aussprechen. Rücksicht. Ich kann doch da einfach nicht da wie so ein Feldwebel da in der Kompanie da rumschnauzen. Das geht doch nicht. Und so muss es im Verein sein. Wenn die Freiheit des Einzelnen in dieser Hinsicht immer garantiert ist und nicht garantiert als selbstverständlich empfunden wird, nicht gängeln, du musst das, du musst das, du musst das von morgens bis abends, ist kein Stil eines Seglervereins. Denn das Wasser ist frei, kann nach jeder Richtung mein Ruder richten. So muss es auch sein für mein menschliches Leben. Im Verein kann ich, wenn ich die Grundregeln des Lebens der Menschen beachte, die Grundregeln zueinander, nämlich die Achtung voreinander, muss ich frei leben können. Wenn ich diese Grundregel aber verletze, nur einmal, dann finde ich da kein Bein mehr auf der Ausschluss. Kann ich machen, was ich will.